Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Heute nehme ich dich mit zu meinem Rückenworkout und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich beginne mein Rückentraining mit dem Latzug breit und arbeite hier mit relativ moderatem Gewicht, um wirklich explizit auf meine Technik zu achten. Außerdem benutze ich die Meckgriffe. Der Vorteil hierbei ist es, dass man etwas breiter von außen greift und dadurch noch besser in den Lat reinkommt. Die Griffe sind wirklich wesentlich angenehmer und es erfordert weniger Griffkraft, sprich man kann viel besser aus dem Rücken arbeiten. Bei der Übung selbst versuche ich mich nach oben richtig schön lang zu machen, also den Latissimus und Teres Major deutlich mit zu stretchen, und beim Runtergehen lehne ich mich leicht zurück, hebe den Brustkorb, gehe in ein leichtes Hohlkreuz und ziehe dann die Stange ganz nah am Kinn auf die Brust. Die Ellbogen drehe ich leicht nach vorne ein und ziehe die Schulterblätter richtig fest zusammen, so habe ich die maximale Kontraktion im Rücken und klammer die Schultern dabei aus. Weiter geht es dann mit dem Kabelzugrudern eng am Turm und auch hier konzentriere ich mich wieder darauf, mich nach vorne richtig schön lang zu machen, sprich auch hier den Latissimus und Teres Major deutlich mit zu stretchen, die Rückenspannung insgesamt aber trotzdem zu halten, und bei der rückführenden Bewegung ruder ich Richtung Bauchnabel, führe die Ellbogen richtig schön nah am Körper vorbei, hebe den Brustkorb, ziehe die Schulterblätter hinten zurück und halte die Kontraktion einen Moment, bevor ich dann wieder nach vorne gehe. Die Bewegung nach vorne gerne etwas langsamer und nach hinten etwas explosiver. Als nächste Übung mache ich das Kabelzugrudern am Turm im Untergriff und hier übergebe ich einfach mal an Mike, weil er im wahrsten Sinne des Wortes seine Finger mit im Spiel hat. Mit dem Untergriff trifft man tatsächlich sehr stark den Latissimus selbst, natürlich auch involviert der Bizeps, immer auch etwas Trapez beim Rudern, hier aber tatsächlich primär Latissimus und Bizeps. Nach vorne wieder schön lang machen, um wirklich auf dem Muskelansatz zu arbeiten, den Muskel lang zu strecken, Teres Major, Latissimus, auf den Weg zurück. Aufrichten, Richtung Bauchnabel rudern, Schulter zurück, Brust raus, Schulterblätter zusammen. Aufpassen, hier entwickelt man schnell die Tendenz, da man nach unten rudert, durch den Hebel die Schulter nach vorne einzudrehen. Deswegen richtet man sich auf, Schulterblätter zurück, wirklich aufrecht machen. Und man kann perfekt treffen und super auf den Latt kommen. Sehr stark. Rückenspannung halten beim Langmachen, nicht vergessen. Und das Ding sitzt einfach. Als nächste Übung mache ich die Überzüge am Kabelzug und bevorzuge hier das Seil, weil ich die komplette Übung dadurch besser spüre. Der Vorteil ist, dass man noch ein bisschen mit der Rotation arbeiten kann, sprich im untersten Punkt noch etwas nach außen gehen kann, um dadurch den Lat noch besser zu involvieren. Nach vorne mache ich mich wie immer richtig schön lang, sprich ich gehe komplett in den Stretch, um den ganzen Weg mitzunehmen. Und nach hinten halte ich richtig schön die Spannung, richte mich leicht auf und ziehe wie immer aktiv die Schulterblätter nach hinten, halte unten einen Moment die Kontraktion, um den Muskel richtig zu spüren. We'll be right back.
Als letzte Übung mache ich Butterfly Reverse mit dem Fokus auf der hinteren Schulter, inbegriffen aber auch die Rhomboideen und generell die Außenrotatoren. Hier zum Beispiel mache ich das mit zwei Hantelscheiben. Ich starte mit den Ellbogenspitzen nach unten geneigt und führe sie bei der rückführenden Bewegung nach hinten und involviere dadurch noch isolierter die hintere Schulter. Dadurch wird die Übung deutlich schwieriger und man trifft sie viel intensiver, sodass man auch mit leichtem Gewicht schon einen sehr guten Effekt spürt. Zurück vom Training sind wir natürlich direkt in die Küche gestürzt, um auch was Leckeres zu essen zu machen. Das ist ganz wichtig, ihr müsst unbedingt nach dem Essen, nach dem Training essen, sonst wachsen eure Muskeln nicht. Und wir haben hier wieder richtig leckere Selfmade-Burger gemacht. Das ist aus Tartar, sprich eine Runde fettreduzierter, so kann man sich das definitiv mal gönnen. Da kommt jetzt hier noch ein bisschen Bacon drauf und Ei. Dann haben wir hier allmögliches zum Dippen. Einen dicken fetten Salat. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Und in diesem Sinne, ja, freue ich mich über euer Feedback zu diesem Video. Freue mich über einen Daumen hoch. Lasst mich gerne wissen, was ihr euch noch so für Videos wünscht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und wir lassen uns das jetzt schmecken.